Hallo Rot, Leute, ne? grün, Also wir spielen jetzt rot, eine Runde grün. Pressure Please. Halt die Fresse, Gavin! Und wir suchen uns halt immer ein Spiel aus. Das Spiel, Pressure Please, kommt alle 2 Wochen raus. Also jede Woche kommt's raus, nur mit jeweils einer Person. Also einmal jetzt mit Timo und Alter, was laber ich gerade schon wieder? Also einmal mit Kelvin und Maxi und einmal mit Timo und Patrick. Ich stelle immer die Fragen. Es gibt 40 Stück davon an der Zahl. Jede Frage gibt 2 Punkte. Hier in diesem Spiel gibt jeder Wurm 10 Punkte und am Ende wird ausgewertet, wer dann halt gewonnen hat. Strafung und so ein Scheiß gibt's erstmal nicht. Das gucken wir dann später. So, Maxi darf uns jetzt mal erklären, warum wir jetzt zum zweiten Mal aufnehmen. Er hat nämlich Man eine weiß, tut mir falsche Map leid. genommen, der Spacken. Ja. Und dann Also kannst wegen du die. mir Kannst kannst du du dir direkt losgehen. mal die Map erklären? Ja, also wir haben ein Spielszenario, man darf nur Granaten benutzen, kann sich nicht bewegen und man steht auf so einem kleinen Nippel. Er hat Nippel gesagt. Jetzt mach mal Ja, darauf Komma. steht Maxi auch immer, Ja, normal. Ja, wenn nicht. Timo. ja, ich auch, ist ja logisch. Ja, wollen wir anfangen? Ja. Ich muss mich noch gehirntechnisch darauf vorbereiten. Ja, Prost. Okay, los. Ja, ist auch egal. Erste Runde überspringen, ne? Nee, Timothy stirbt ja sofort. Der guckt Also jetzt können wir gerade. direkt weitermachen. Ja, wir können anfangen. Warte, Linksschiff war Ich springen. werde übrigens, ich werde mich bei den Fragen voll verkacken. Und ich beim Spiel. Ich werde auch beim Spiel verkacken. Warum habe Lagging. ich hier oben die ganze Zeit hier? Da. Ja, wir dürfen jetzt eine Runde warten, bis wir So. die Granaten spielen können. Deswegen überspringen wir jetzt mal. Ich sag, ich habe sogar noch gefragt, ey. Ja, muss Nein. eine Runde Komm, überspringen. dann Ja, muss wir können das so. hier ganz So, kurz soll sehen. ich dann Max, mal, die Würmer müsst du stehen viel gleich besser Bescheid als sagen, dann stelle meine. ich gleich die erste Frage. Ja, ihr seht hier rechts Kelvin, ich Schieße links. Bonsoi. Er hat so gewünscht, ne? Er wollte es unbedingt so haben. Ja, aber guck Ich mal, meiner konnte ihm steht da das nicht gerade ganz. ausreden. Guck mal, meiner steht. Ja, ich bin halt rechts. Boah, es hat mal die Fresse, Mein Wurm Kelvin. steht da ganz unten rechts, ganz weit an der Ecke. Und seine stehen halt alle im Spielfeld so. Der da ganz außen ist voller Marsch. Spielen wir eigentlich mit Sudden Death? Ja, ne? Jo. Okay. Und los geht's. Ja, guck mal, Okay, meine stehen noch alles niedriger klar. als Erste seine. Frage lautet. Also, ihr müsst euch jetzt nicht beschweren, ja, das ist eine etwas aktuellere Farbe, wenn ihr sagt, die sind aber schon jetzt auf Platz so und so, ne? Das ist jetzt nicht zur Sache. Wievielter Willst du ist Frage Dortmund stellen? im Moment in der Tabelle? Was? Wievielter Dortmund im Moment in der Tabelle ist? Der 15. 16. Scheiße. Beide Nein, jetzt hab falsch. ich. Beide Hä? falsch. Das ist halt 15. Nice. Nice. Weil die sind 14. Lol, echt? Ja, die sind 14. Also schreibe ich jetzt gar nichts auf, weil die ungefähr gleichzeitig das gesagt hat. Ey, das Ja, ging und sie haben ganz das Falsche nach. gesagt. Ja, okay. Dann gibt's keinen Punkt, meine lieben Zuschauer, ne? Siehst du mal, was für Noobs das sind? Oh. So, jetzt einmal so eine Art Schätzfrage, ja. Und hier sieht man schon mal die Granatenwürfe, die so daneben gehen. Kann man nicht mal sagen, wer näher dran ist? Ihr wart beide gleich da dran. Ja, ich Ah, habe 15 egal. gesagt und der 16. Echt? Ja. Ja. Oh. Ja, ist scheiß drauf. Wer die Antwort nicht richtig ist, ist sie nicht richtig. Also, Das hast du ja. gut erkannt. Ja. Ach, halt's Maul. Okay. Wie viele Quadratkilometer hat Deutschland? Das ist jetzt eine Schätzfrage. Ey, aber Dortmund war 15. Ich hab grad, ich guck grad nach. Ich Minus hab die 2. Fragen vor einer Woche geschrieben, Ja, ja? das. Ja, trotzdem müssen sie aktuell beantwortet werden. Also, habe ich recht. Ja, er hat recht. Ja, okay, komm, da Fertig. kriegt er halt den Punkt, ey, meine Fresse. Easy. Also, wie viele Quadratkilometer hat Deutschland? Schätzen bitte. Nicht allzu lange Ja. Zeit lassen. Oh, Kelvin, das war unnötig. Das sind die 625.000? Okay, Maxi. 180.000? Ja, also Kelvin hat ungefähr so knapp Wollen keine näheren Ausführungen. 280.000 mehr geschätzt und Maxi so ungefähr 100, 180.000 zu wenig. Oh, ich Es dachte, ich sind hätte viel zu viel. Oh, Scheiße. 357.000 340 Quadratkilometer. Also kriegt Maxi wohl den Punkt, weil er am nächsten dran war. Nee, haben wir das jetzt doch gemacht? Ja, Ja, das war eine ist eine Schätzfrage. Schätzfrage. Oh. Oh. Nee, ist ja Also, unfair. Also, es ist was schon ist voll das das für ein Gemetzel hier. Stilmittel, wenn in einem Gedicht vorkommt, Nein! du schlappischer Bracke? Ja! Was? Ich habe jetzt nicht zugehört, Scheiße. Ich auch nicht. Stell die Fragen immer nur zweimal, ne? Sonst habt ihr halt ein Problem. Was ist das für ein Stilmittel, wenn in einem Gedicht vorkommt, du schlappischer Bracke? Alliteration. Alliteration.
Sehr gut, Kevin! Jawohl! Ja. Ich hab geraten! Abfinger, das war eine Sekunde. Nächste Frage. Ja. Wie viele Punkte hatte Bayern letzte Saison und vor wem Vorsprung? Boah. 81 Punkte. Boah, ich glaube. 20 Punkte vor Leverkusen. 81 vor Leverkusen? Nein, 20 vor Leverkusen. 81 Punkte, nee, die hatten mehr. Nein, also wie viele hatten die insgesamt Punkte? 81. Und vor wem hatten sie Vorsprung? Also Leverkusen. Wer war Zweiter sozusagen? Leverkusen. Und Maxi? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich würde dasselbe sagen. Ja, ist beides falsch. Die hatten 90 Punkte Vorsprung und das war 90 vor Dortmund. Punkte Vorsprung. Vorsprung. 90 Punkte und das war vor Dortmund. Ach ja, ach scheiße. Also, das ist jetzt so, weil beide das gleiche sagen, würde ich einfach sagen. Das ist keiner Punkt. So. Alter. Der wievielte Präsident ist Barack Obama bei den US? Der 26. Ja, das hätte ich nicht gewusst. Und glaube ich, aber ich weiß auch nicht, wie die wahrscheinlich. Ja, Maxi ist. Oh, nice, Kevin, nice. Maxi ist falsch. Kevin, was sagst du? Du kannst dir nicht vorher sagen, dass es falsch ist. Ja, stimmt. Das ist eigentlich. Ja, ihr sagt einfach immer beide eure Fragen. Okay, ich hätte auch 26. gesagt, also. Scheiß drauf. Ich hätte wirklich auch 26. gesagt, deswegen. Ja. Dann. Boah. Dann hat wohl keiner den Punkt gekriegt, mal wieder. Ja. Das werde ich verlieren. Timothy, du darfst ruhig weiter Fragen stellen. Ich glaube, Timothy ist gerade geistig nicht. Nein! Ja! Anwesend. Am Arsch! Ich dachte mir, irgendwer treffe ich. So wird der Temp gleich aus. Ja, oder seine Eltern sind. Dann können wir die Aufnahme auch vergessen. Ja, scheiß drauf. Egal. Ja, okay. Dann bin ich halt nach Würm. Das ist viel zu viel. Würm! Nach Würm? Dann bin ich halt nach Würm. Ich bin auch immer nach Würm. Oh nein! Nein! Oh. Nach Würmen? Also, du könntest zwei gleichzeitig runterschlagen, ne? Ja. Nee, in der Mitte von den zwei, das schlägst du. Na, ich glaube, das ist der Springradius zu klein für. Okay, wie geht's dir so? Geht eigentlich. Also ich höre ja nichts aus dem Ohr. Ja, ich höre mich immer selber reden, das ist voll. Weil du hast ja Zurückschalt. Ich hatte halt Mittelohrentzündung. Ich war auch nicht in der Schule. Recht gelaufen. Ja. Also, es geht doch eh nicht, du kannst eh nicht. Ja, da ist keine Bewegung drin. You garbage. Ja, ich bin eh in zwei Runden weg. Jetzt hast du mir das einfach gemacht. Ja, ich wollte. Oh. Nee, irgendwie nicht. Ich find's ein bisschen scheiße, wenn du mir erst die Granate abholst. Okay, glaubt ihr irre. Ah ja, mein Mikro war gerade auf Stumm geschaltet. Ja! Deswegen habt ihr mich nicht gehört. Also, ich habe schon die ganze Zeit gebrüllt und hab mir so gedacht, was ist da los, Alter? Ne? Also, wie lange ist Angela Merkel schon Bundeskanzlerin? Das ist eine Schätzfrage ungefähr. Also, zwei Legislaturperioden, also 13 Jahre. Ja, Max ist da schon näher dran, es waren circa 9 Jahre und 4 Monate. Ja, wow, so genau. Ach ja, Max, übrigens einen Wurm gekillt, schreiben wir erstmal gerade auf. Oh Mann, wie knapp! Okay. Wie viele Attentate gab es auf Hitler? Boah, 4. 10. Okay. Gib jetzt mal keinen Punkt oder Maxi, weil es waren 42. LOL! Alter! Ja. Und der hat bei nebenbei so mal so. Das ist was lustig wäre, wenn es 88 gewesen wäre. No, was war das für ein Fail? Es war kein Frühstück gegessen. Keiner hat ihn auch nur einmal körperlich getroffen, außer einer. Und da hat er ein paar Prellungen abgekriegt. Ja, also, soll ich Maxi den Punkt geben? Soll ich Maxi den Punkt geben? Nein. Nein. Du hast nicht gesagt, das ist eine Schätzfrage. Ja, genau. Also, wie schief ist der schiefe Turm in Pisa? Also, Gradzahl, ne? 13 Grad. 12 Grad. Ja. Ich gebe Cable den Punkt, es sind ungefähr 4 Grad. Du hast keine Schätzfrage gesagt. Ja. Ja. Kann man wissen. Wenn man es so genau nimmt, dann darfst du es nicht sagen. Boah, Alter, leck mich doch. Ich finde gerade selber nicht mehr durch. Nice, Kelvin. Scheiße. Noch 10 Punkte für ihn.
Also, na, ja, Last gut, Man Standing, Last Worm Standing. Worm. Wie heißt der zweite Teil? Also, der sozusagen eigentlich der dritte. Ich dachte, es gibt keine vier Teile von davon. Wie heißt der dritte Teil von Counter-Strike? Counter-Strike. Ja, richtig, Gerrit. Ja, okay. Ich dachte, das wäre diese 1.6 oder so gewesen. Nee. Aber es gibt doch noch Nexon Zombie, oder? Hast du den mitgezählt? Also, ja, hier habe ich erstmal geschrieben, wie groß ist der Erdumfang? Das ist aber schwierig. Das ist eine Schätzfrage. Aber das 600 wusste ich Kilometer? Das ist wenig. Aber 480, nee, warte. Ja, ich sag mehr. Weiß ich nicht. 1600. 11.200. Ja, Kelvin kriegt den Punkt, es sind 40.000. Lol. Boah, können wir gut schätzen. Ich hab geschrieben, was groß ist der Erdumfang? Ja, ja, so ganz toll. Oh. Wie viele, also es ist wieder so eine Schätzfrage. Ja. Wie viele Menschen starben im Ersten Weltkrieg? Ja, scheiße. Ersten Weltkrieg, 50.000? Ja, auf allen Seiten. 1,2 generell überall. Wie viele Menschen? 1,2 Millionen. 2 Millionen. Okay, Maxi kriegt den Punkt, es waren 17 Millionen. Na klar, das ist mehr so. Ja, 17. Okay, wir sagen ab jetzt, jede Frage ist eine Schätzfrage, weil es ist immer so. Ja, okay. Aber ich mach mal zu lange. Ja, wie viele Menschen starben im Zweiten Weltkrieg? 38 Millionen. Ja, Max ist wieder dran, es waren circa 65 Millionen. in welchem Jahr gewann Bayern die Champions League gegen Dortmund? 2012. Ja, 2011. Nein, das ist auch falsch. 2013. Keiner kriegt einen Punkt. Einige Monate haben 30, einige 31 Tage. Wie viele haben 28 Tage? Einer. Nein, alle. Oh. Ja. Fuck you! Okay, ja, ich hab verloren. Echt? Ja. Oh. Ich hab mit drei Würmern überlebt. Ja, dann sind wir bis Frage 14 gekommen. Ja, du hast ja immer 30 Minuten gebraucht, bis du eine Frage gestellt ja, hast. Ja, ihr habt ja nicht zugehört. Ja, ich meine, theoretisch besteht jetzt noch... gar nicht korrekt machen. Theoretisch besteht für Max jetzt noch eine Chance. Machen wir jetzt noch die Fragen komplett zu Ende, oder nicht? Nein. Okay. Verkackt und fertig. Ja, gut. Ja, komm, eine Fun-Frage stelle ich jetzt noch einmal so. Also ohne okay. Punkte jetzt. Was ist tiefer? Teller oder Tasse? Dein Niveau. Teller? Nee. Kommt drauf an, wo steht. Tasse. Ist eine Fun-Frage, ne? Ja. Ja, die Oder. Ist nämlich ein Fluss. Oh. Alles klar, ich mach mal gerade die Punkteauswertung, ja? Ja, wir warten. Ich mach die Ampel. Grün, rot, grün, rot, grün, also, rot. Maxi hat satte 18 Punkte mit einem gekillten Wurm und den richtigen Fragen von 2, 6, 11 und 12. Und Kelvin hat 48 Punkte mit 4 gekillten Würmern und 1, 3, 9 und 10 beantworteten Fragen. Wir hatten 4 Fragen jeweils richtig. Ja. Ich hatte nur ein paar mehr Würmer. Ah. Rage Quit, ja. Scheißspiel. Easy. Ja, warte, ich nehme einfach die anderen. Warte mal, lass uns mal über eine Bestrafung abstimmen. Wir dürfen jetzt abstimmen über den Eurotruck Simulator, einen Bus-Simulator deiner Wahl oder einen Abschlepp-Simulator. Ich bin für den Bus-Simulator. Ja, ich bin auch. Für den Eurotruck Simulator. Aber ich hab verloren. Zwei Bus-Simulator. Okay, dann. Simulator. Ja, ich nehme einfach die anderen was sagst du, Fragen. 15 Minuten Simulator-Zeit für Maxi? Jo, kann ich mit leben. Okay. Unnützer Strafe. Klar, ja, dann PC. Fangen wir jetzt schon mit der Bestrafung an, liebe Zuschauer, ne? Also. Ja, Bestrafung gibt's dann vielleicht nächste Woche. Irgendwann mal gucken, wann der Maxi so Zeit hat für dieses wunderschöne Spiel. Ja, das muss ich mal halt noch geben. Jo, hau raus. Ja. So. Ich benutze die anderen 25 Fragen alles. Einfach für die anderen Leute, ja. Ne?
Ja, mach mal. Ja, dann muss ich nur noch 15 raussuchen nochmal. Das ist dann nicht so viel. So. Ja. Ja, der Maxi kann halt nichts. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie ich so ein. Weiß ich nicht, ich kann noch was ein bisschen schöner schreiben, so wer welche Fragen richtig gemacht hat und so. Dann, keine Ahnung, wie wir das wie reinbringen. Vielleicht bringen wir es gar nicht rein. Mal tschüss. Ja, tschüsselchen. Ja, Maxi kann nichts.